Der Tom hat gesagt, dass ich glaube, die Mahnwachen heute ungefähr ein halbes Jahr alt werden. Ich wollte mich bei uns allen sozusagen bedanken, dass wir trotz Kälte immer noch da stehen. Das finde ich wirklich schön. Ja, es geht bei mir auch um 9/11, aber ein bisschen aus einem anderen Aspekt heraus. Es gab übrigens eine sehr mutige Frau, die Dr. Judy Woods. Die schreibt sich wie das Holz, W-O-O-D-S. Die findet man am Internet. Und die hat eine forensische Physikerin, die auch 9/11 New York direkt schon vor Ort untersucht hat. Und also wenn sich jemand da tief interessiert, bitte, dann geht's zu dieser Website. Das ist wirklich interessant. Dr. Judy Woods, woods.com.org. So, mein Thema ist... Das ist eine forensische Physikerin. Also die, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Mein Thema heute ist das Spiel mit unserem Bewusstsein, die Musikindustrie, Mind Control und freier Wille. Eine komische Mischung, aber es hängt alles zusammen. Ich habe auf YouTube einen Vortrag von einem englischen DJ gehört, dem Mark Devlin, der über die Musikindustrie und Mind Control spricht. Findet man leicht, ist ganz interessant, dauert fast über eine Stunde. Und ich habe ein paar Ideen und Gedanken aus seinem Vortrag herausgenommen, um auch eben über das Bewusstsein zu sprechen, weil ich einfach glaube, dass das Bewusstsein der Schlüssel zur Veränderung dieser Welt oder dieser Situation ist, in der wir uns jetzt befinden. In dem Vortrag von dem Mark Devlin geht es um den Einfluss von Symbolen und auch um den Einfluss von Tönen, Musik und Frequenzen, die auf unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein wirken. Er zeigt einfach auf, wie die Musikindustrie das Bewusstsein bewusst manipuliert, mit Musikvideos und auch natürlich in Filmen. Und da muss man sich schon fragen, wenn man sich dieses YouTube-Video anschaut und die Beispiele sieht, die wir alle kennen, warum passiert das so? Zu sagen, dass das reiner Zufall ist, ist lächerlich. Ich meine, es liegt auf der Hand, das kann jeder anschauen. Dieser abgenützte Begriff der Verschwörungstheorie verliert da wirklich noch mehr an Kraft. Wenn man einfach diese Beispiele sieht, wie schamlos das Bewusstsein von Millionen manipuliert wird. Ihr tut es mich ablenken, ich kann mich da nicht konzentrieren, bitte. So. Die Köpfe, die hinter der Film- und Musikindustrie stehen, die wissen ohne Zweifel etwas, wie unser menschliches Bewusstsein funktioniert, und sie nützen dieses Wissen für ihre Agenten aus. Es wird Zeit, dass auch wir über unser Bewusstsein besser Bescheid wissen. Das Wort Symbol stammt aus dem griechischen Symbalein und bedeutet zusammenwerfen, zusammenfügen. Als Babys und Kleinkinder leben wir in einer Bilderwelt ohne Begriffe. Ein Baum ist für uns nicht mit dem Namen Baum verbunden. Bevor wir die Begriffe für die Dinge kennen, haben wir sie erst einmal bildmäßig erfasst. Das ist vielleicht ein Grund, warum das Unterbewusstsein stark auf Bilder reagiert und auf das Gefühl, welches mit ihnen verbunden ist. Alles, was mit starken Emotionen verbunden ist, das hinterlässt einen Eindruck im Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein speichert einfach alles, vorbehaltlos und ohne zu unterscheiden, ob es gut tut oder nicht. Und ich glaube, dass dieser Umstand ausgenutzt wird. Der DJ Mark Devlin spricht in seinem Vortrag, den man eben auf YouTube hören kann, über seine Beobachtungen, die er seit circa 2008 macht. Er begann damals aufzuwachen, wie wir jetzt sagen würden, und zu merken, dass er eigentlich von der Musikindustrie benutzt wird. Dass die Musik für die Menschen eine enorme Bedeutung hat und eine enorme Wirkung ausübt, das hat bereits der Plato gesagt. Der Plato sagt dazu,
Musik gibt dem Universum seine Seele. Sie gibt den Gedanken Flügel. Musik lässt die Vorstellungskraft fliegen. Musik gibt allem Leben. Ich finde, das ist eine faszinierende Beschreibung. Gibt es nichts noch etwas Mächtigeres, als dass eben Musik allem Leben geben kann? Und was ist, wenn dieser Umstand auch ausgenützt werden kann? Als Mark Devlin eben, wie wir heute sagen, aufgewacht ist, fiel ihm auf, dass die Texte der Songs und vor allem auch die Inhalte der Musikvideos so circa 2007, 2008 immer dunkler wurden und voll von okkulten Symbolen waren. Sie evozierten eine bestimmte Stimmung. In dem Song Die Young zum Beispiel werden die Menschen eingeladen, Partys zu feiern, wahllos Sex zu haben und das Leben voll auszukosten, weil man ja so oder so jung sterben würde und das Leben sinn- und ziellos sei. Häufige Symbole in den Musikvideos waren Pentagramme oder sind Pentagramme, die Pyramide mit dem allessehenden Auge, ein umgekehrtes Kreuz. Oft wurden die Symbole in kurzen Sequenzen gezeigt, die mit dem Machtbewusstsein nicht bemerkbar waren. So zum Beispiel 2007, als Rihanna eine satanische Entität, Wesenheit darstellt, nur eine Millisekunde und daher nur für das Unterbewusstsein erfassbar. Mark Devlin fiel auch der sich immer mehr verbreitete Gebrauch von Handzeichen auf, die die Sänger in ihren Videos zeigten. Ein Dreieck mit den Händen, das unter anderem heißen soll, werde reich oder strike it rich oder auch einen Diamanten symbolisiert. Den von Rockefeller gesponserten Jay-Z sieht man immer wieder mit diesen Dreieckszeichen, das auch seine Fans gerne imitieren. Handsignale sind nun stark in die Popkultur verwoben. Man sieht das Ganze gerne als cooles Gehabe. Aber man sollte wissen, was man da tut. Denn Symbole, auch Handsignale, haben ihre Wirkung. Alles im Leben ist aus Ton- und Lichtenergie aufgebaut, in verschiedenen Frequenzen. Und es gibt Mittel und Wege, wie man diese Energien manipulieren kann, um Menschen und ihre Energie zu kontrollieren und auch zu ernten. Das ist den Religionsführern genauso bekannt wie auch denjenigen, die hinter der Musikindustrie stehen. Sie lassen bestimmte Symbole in das morphogenetische Feld fließen, um dort einen bestimmten Effekt zu erzielen. Dabei geht es immer um den Willen und die Intention, mit der ein Symbol belegt wird, wenn es erschaffen wird. So glauben zum Beispiel die Fans von Jay-Z vielleicht, dass sie, wenn sie dieses Zeichen des Dreiecks machen, Reichtum oder den Diamanten bekommen, also etwas Cooles tun, aber in Wirklichkeit helfen sie mit, ein bestimmtes Bewusstseinsfeld zu schaffen, das nicht zu ihrem Besten dient. Das Dreieck, die Pyramide in Kombination mit dem allessehenden Auge, kommt, jeder weiß das, auf dem Dollarschein vor, aber wie viele Menschen haben das schon je hinterfragt, was das dort eigentlich darstellt und tut. Die Pyramide wurde zum Beispiel auch von Madonna 1985 auf dem Rücken ihrer Jacke getragen. Künstler, die diese Symbole tragen oder signalisieren, deuten so an, zu wem sie gehören. Im Grunde haben sie ihre Seele an jemand Bestimmten verkauft. Ein anderes Handsignal, ein allseits bekanntes und verbreitetes Handzeichen, das Okay-Zeichen. Seine bekannte Bedeutung ist die perfekte Cover-Story. Da gibt es den Begriff der Plausible Deniability, glaubhafte Abstreitbarkeit. Dieser Begriff wird benutzt, um tiefere okkulte Intentionen zu verbergen. Das Okay-Zeichen kann also okay bedeuten oder auch 6 oder 666, dreimal die 6 mit den drei Fingern. Dieses Zeichen wurde von Justin Bieber genauso ins energetische Feld gebracht wie von einem sehr jungen Michael Jackson. Auch Politiker werden damit oft gesehen. Blair, Obama, Clinton, Netanyahu, selbst der jetzige Papst. Sie alle gehorchen dem Diktat einer okkulten, verdeckten Agenda. Ein weiteres Mittel zur Manipulation des Bewusstseins, Predictive Programming, übersetzt vorhersagende Programmierung. Fiktionale Inhalte, insbesondere von Filmen, werden zur Vorbereitung der Bevölkerung auf reale bzw. inszenierte Ereignisse benutzt. Sie sollen die Menschen an eine bestimmte Situation unter Anführungszeichen gewöhnen. Und da kommen wir jetzt zu 9/11.
denn bei 9/11 wurde das Predictive Programming schon sehr schön eingesetzt. Und das finde ich faszinierend, weil es ein anderer Beweis ist, dass 9/11 eine absolut geplante Geschichte war. 1996 erschien der Film Independence Day. Dort sieht man eine ganze kurze Sekunde 9/11/01. Also sogar das Jahr 2001 wurde angekündigt und in das Bewusstsein der Menschen implantiert. Die Menschen hatten also schon eine unbewusste Akzeptanz in sich, bevor 9/11 wirklich passierte. Im Film Die Matrix, der 1999 in die Kinos kam, sieht man kurz den Pass von Neo und das Ablaufdatum im Pass lautet 9/11/2001. Aber bereits auf einem Plattencover von Supertramp aus dem Jahr 1980 sieht man New York aus einem Flugzeugfenster betrachtet. Und wenn man dieses Bild invertiert, dann werden die Schriftzüge über den Twin Towers zu 9/11. Das war 1980, also 21 Jahre früher. Entschuldigung, kannst du bitte nachher sprechen, wenn im Open Mic, du störst jetzt. Nochmals, alles im Leben ist aus Ton- und Lichtenergie aufgebaut, in verschiedenen Frequenzen. Der japanische Wissenschaftler Dr. Emoto hat Wasserkristalle mit Worten beschallt bzw. beschrieben und nachgewiesen, dass das Wasser Bewusstsein hat und es die Intention und den Willen von Worten absorbieren kann und sich in seiner Struktur dementsprechend verändert. Dr. Emoto fuhr Wassermoleküle, die zuvor mit Musik oder Worten beschallt worden waren, sehr rasch ein und fotografierte dann die Muster, die die Wasserkristalle formten. Das Resultat, Mozarts Musik oder Worte wie Liebe, Friede und Dank, ließen wunderschöne Kristalle entstehen. Worte mit negativer Intention und Inhalt belegt, erzeugten keine schönen Kristalle, sondern total zerfetzte Gebilde. Wenn man das nur ein bisschen weiterdenkt, wir selbst bestehen ja rund 70% aus Wasser. Was bedeutet es für uns, wenn wir unter Stress gesetzt werden oder durch Symbole und Intention Negatives in unser Bewusstsein kommt? Wie gestaltet sich die Struktur des Wassers in uns? Wie werden wir gestaltet? Wie werden wir informiert? Das führt auch zur Frage von Frequenzen, in denen Aufnahmen gemacht werden. Seit vielen Jahrzehnten ist die Standardfrequenz, in denen die meisten Musikaufnahmen gemacht werden, 440 Hertz. Diese Frequenz wurde in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts in der NS-Zeit in Deutschland eingeführt. Es war der damalige Propagandaminister Goebbels, der diese Frequenz als Standard wollte. Warum wohl? Vor der 440er Frequenz waren es immer 432 Hertz. Viele Musikproduzenten sagen, dass 432 eine natürliche Frequenz ist, die komplett mit dem menschlichen Körper und Geist zusammenpasst und auch mit der Energie des gesamten Universums harmonisch fließt. Aber aus irgendeinem Grund wollten die Köpfe, die hinter der Musikindustrie stehen, diese harmonische Frequenz nicht. Sie wurde, wie gesagt, 440 als Norm etabliert. 440 Hertz ist eine disharmonische Frequenz, wie Wissenschaftler und Musikologen festgestellt haben. Diese Frequenz unterbricht den natürlichen Fluss des Körpers und des Geistes und versetzt die Menschen in eine Art aufgeregten Zustand. Die 440er Frequenz bringt Emotionen und Gedanken durcheinander. Es ist die Frequenz, mit der die meiste Musik, die wir heute hören, aufgenommen wird. Warum wohl? Und noch ein Detail zu der Zahl 432. Die große Pyramide von Gizeh ist ein Modell der nördlichen Hemisphäre mit dem Maßstab 1 zu 432.000. 432 ist Teil eines kosmischen Codes und in vielen kosmischen Mustern enthalten. Und der 24-Stunden-Tag hat 432.000 Sekunden am Tag und 432.000 Sekunden in der Nacht. Es gibt aber noch ein paar dunklere Kapitel, was Mind Control und das Spiel mit unserem Bewusstsein betrifft. Da gibt es einmal die traumabasierende Mind Control, die zur seelischen Zersplitterung von Menschen führt. Mark Devlin
weist auf mehrere Beispiele von Popsängern hin, die sich entweder unter Lebensgefahr geoutet haben und dann unter mysteriösen Umständen starben oder die durch extrem auffälliges Verhalten multiple Personen verkörpern. Man zeigt diese Sänger zum Beispiel mit Puppen, Teddybears mit abgerissenen Gliedern als Symbol des Verlustes, der Unschuld und tiefen unheilbarer Verletzungen. Nicki Minaj nennt sich selbst Barbs, schlüpft während eines Interviews in verschiedene Persönlichkeiten, ähnlich Britney Spears, die in ihrem Song Scream and Shout ganz offen zeigt, wie sie ein Opfer dieser Mind Control ist. Die Musikindustrie mag Künstler, die ihrem Diktat folgt und kontrollierbar sind. Sie mag keine Mavericks, die instinktiv, kreativ und eigenständig sind. Deswegen gibt es auch nur noch so wenige. Und dann gibt es noch diesen transhumanistischen Traum, das Verschmelzen von Menschen mit Maschinen. Man will Mikrochips in den menschlichen Körper integrieren, Babys bereits bei der Geburt chippen, Chips ins Hirn bekommen. Das Ganze wird verkauft als etwas Großartiges, wenn durch Technologien die Fähigkeiten der Menschen unter Anführungszeichen optimiert werden können. Passend dazu haben viele Popsongs nun auch noch diesen O-Ton, wo die Sänger sich selber wie Roboter vollkommen künstlich und elektronisch anhören. Wenn man also jetzt von all diesen Dingen Abstand nimmt und diese Phänomene beobachtet, was sollen die uns sagen? Was wollen die von uns? Warum gehen die so mit den Menschen um? Also was kann man auch dagegen tun? Als erstes, es ist ohne Zweifel wichtig, Symbole richtig zu erkennen. Okkultes ist nur so lange okkult, solange es nicht bekannt ist. Je mehr wir wissen, je mehr wir in unser Bewusstsein holen, desto besser ist es. Also, keine falschen Glaubenskonstrukte, keine emotionalen Verklärungen, just the facts, ma'am, wie man auf Englisch so schön sagt. Aber nehmen wir nochmals Abstand. Was ist die Intention hinter dieser Manipulation und Lenkung des Bewusstseins von Milliarden von Menschen? Die stoppt ja nicht bei der Unterhaltungsindustrie. Im Grunde dienen die Medien, die Schausteller, die für uns Politiker spielen, die Kirchenväter, alle dazu, um bestimmte Ideen und Glaubenskonstrukte zu bauen, zu erhalten und weiterzuführen. Ich denke, es geht um unseren freien Willen und damit verbunden um unsere Lebensenergie. Es gibt ein großes Gesetz im Universum und das bedeutet, dass jeder Mensch einen freien Willen besitzt. Ein Mensch, der tatsächlich seinen freien Willen besitzt, ist souverän, eigenverantwortlich und gestaltet sein Leben so, wie es seinem seelischen Wunsch entspricht. Er kann so sein erfülltes Leben ausleben und seine Lebensenergie einsetzen, wie er es für richtig erachtet. Das ist das, was ein System natürlich nicht brauchen kann, das sich als unter Anführungszeichen Lebenserhalter einbringt, um das mal nett auszudrücken. Man will abhängige, kranke und schwache Menschen erzeugen, die man dann auch voll ausnützen kann. Wir werden sehr oft und auch sehr subtil in unserem freien Willen eingeschränkt oder auch einfach übertölpelt. Dazu gibt es sehr, sehr viel zu sagen. Das wäre jetzt hier zu lang. Es wird Zeit, dieses Spiel zu ändern. Wir müssen dieses Angebot von Versicherungen, Krankenhäusern, Pharmazien, leeren Nahrungsmitteln, die keine Nahrung mehr in sich tragen, künstlich erzeugten Kriegen und Hysterien gegen künstlich erzeugten Terror und Krankheiten etc. etc. nicht annehmen. Letztendlich sind wir alle eigenverantwortlich, denn wo steht geschrieben, dass man dieses heraufbeschworene Bild der Welt voll mit Wahnsinn, Boshaftigkeit, Destruktion und Not akzeptieren muss? Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, wie man damit umgeht und was man aus seinem eigenen Leben macht. Die Veränderung beginnt in und mit uns jeden Tag, jeden Schritt, jede Begegnung, jedes Wort, jedes Lächeln und jede mutige Entscheidung aus dem Gedankengefängnis einer künstlichen Matrix, die sich als Realität verkauft, auszutreten. Und ich versuche, einen ganz kleinen Beitrag zu leisten, oder besser gesagt gemeinsam mit dem Markus, der freundlicherweise heute hier ist und seinen Gong gebracht hat, weil der Ton des Gongs, glaube ich, etwas Wichtiges ist wieder, dass wir heilen können. Und ich würde Markus bitten, herzukommen und über die Qualität des Gongs zu sprechen. Ja.